Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibam-Bande. Heute ist unser 19. Tag bei dem 100-Tage-Challenge, genau. Und der 4.10. und ja, wie gesagt, wir halten es zurzeit sehr gut durch. Und ja, ich denke mal dann, ab Tag 20 können wir uns überlegen, vielleicht doch mal ein paar andere Bildordern rauszusuchen, ein bisschen mehr rumzugeigeln und so und drum. Aber heute spielen wir nochmal unseren Standardbild. Je nachdem. Gegen Zerg spielen wir vielleicht was anderes. Oh, da geht's auch schon los. Gehen wir auch schnell jetzt. Wir haben gerade eben einen Livestream gemacht auf Twitch. War nicht so erfolgreich. Weiß auch nicht warum. Lief absolut nicht gut. So, gegen Zerg gleich. Hallo. Hello. Mhm. Hello. Auf Flauschtichallee. Das ist okay, die Map. Der haben wir schon gewonnen. So, good luck, have fun. Have fun. Danke. Tja. Zurzeit läuft es nicht so gut, Zweigen 2. Ich weiß nicht warum. Entweder spiele ich in Ruhe nicht mehr richtig zusammen oder. Keine Ahnung. Deswegen der Livestream halt eben nicht so gut war. Aber ist ja auch Wurst. Oh, ich habe immer noch diesen scheiß Husten. Ich werde aber auch nicht los. Keine Hexe. Kann nur eins bedeuten. Ruhepool. Doppelt hätte besser. Oh, tschüss. Ja, schade. Ich hätte gerne nochmal reingescoutet. Das war blöd. Haben. Wir müssen aber noch mal scouten gehen. Ja, nachdem wir Dings gebaut haben. Ja, nicht, dass er uns gleich hier mit Lingen in der Ling-Party umräumt. Schon fertig, müsste schon stehen, so viel Gas hat. Jetzt ist er gerade fertig geworden. Ist gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was mich halt interessiert, aber halt auch Eko nimmt weiter. Keine Echse weiter. Oh, 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 oh. Das ist die Echse. Okay. Spinecrawler. Das ist gut für uns. Das kostet dem ihn mehr als uns. Niemand. Ja, Exekutor. Vorwärts. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. Unser Denken gleicht sich. Hor Salah. Für den Ruhm. Hor Salah. Unser Denken gleicht sich. So soll es Scheiße. Geschehen. Aber auch nicht schlimm, viel Lingen gebaut hat. Abgeschlossen. Das kann ich auch wie ein Obi gekriegt haben. Ja, sehr schön, haben wir auch gekriegt. So muss es sein. So muss es sein, sage ich euch.
nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Nicht genügend. Erneut diene ich. Oh, noch ein Ovi. Ich weiß nicht, was er scouten wollte, hat aber nicht das gekriegt, was er wollte, wissen wollte. Wahrscheinlich. So, wir gehen auf jeden Fall mal rüber scouten, weil wir wissen wollen, was er hat. Nicht, dass wir gleich hier ein Muta-Problem kriegen. Spinecrawler, hat aber Angst oder was? Okay. Ich muss trotzdem wissen. Guck's weiter. Roaches, alles klar. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mal gucken, ob er schon was hat an der Echse. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Sollten eigentlich selber jetzt Echsen. Das mache ich mir immer zu spät. Haben tut er erstmal nichts, aber wir auch nicht. Da stehen die Linge. Nehmen wir unsere Upgrades. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht. Wir brauchen noch mehr Kolossis. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dies müsst ihr in einem Mineralienfeld platzieren. Mineralienfeld erschöpft. Roach all in. Ihr benötigt mehr Vespingas. Hm, war nischt. Ich bin hier in den Schatten. Nicht genügend Energie. Dies müsst ihr in einem Endforschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben. So, mal scouten wieder, was er macht. Scouten eindeutig zu wenig. Verwendet. Mein Leben für Ajur. Mineralienfeld. Von da kommt der Roach Army.
Ach man, man rennt als Protoss einfach dem Scheißzerg immer nur hinterher. Man ist einfach so immobil. Ist denn. Ja, genau. Der Kampf ist Ruhm, wird unser sein. Ach, ich hasse es. Das ist echt ätzend. Eure Sonden werden angegriffen. Es rennt da wieder an meine Base. Man kann nichts dagegen machen, ey. Wie ich das hasse, das ist einfach nicht fair. Warum ist man als Protoss so immobil, ey? Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ganz wie. Genug, Medi. Judah Roaches. GG. Puh. Aber ey, das ist da ein Roach reinschicken, da Roach reinschicken, das ist doch echt ätzend. Ich bin gespannt, ob dieses neue Recaller das dann ein bisschen besser macht zu verteidigen, dieses taktische. Gut, man kann zwar seine gesamte Armee dann nicht mehr zurückziehen, aber wenigstens Teil und ich hoffe, es geht dann auch schneller und am besten wäre es von Nexus zu Nexus. Ansonsten, ey, man läuft sich einfach tot gegen Zerg. Nee. Nicht nur gegen Zerg, gegen Terraner, läufst du immer hinterher. Die Chargebärsen haben mir das jetzt geholfen. Aber egal, wir drücken an, machen weiter. Wir haben gewonnen, wir brauchen eigentlich gar nicht meckern. Na, vielleicht heute oder morgen oder am Wochenende. Vielleicht schaffen wir dann Dia 1. Endlich. Aber erstmal müssen wir uns gegen. Mal gucken, wie wir ihn aufnehmen. Ein Terraner, bäh. Gucken, ob es so ein Trop-Terraner ist. Warum wir es nicht dicht machen? Müssen halt nur aufpassen, dass er nicht in Widow meinen Trop, wenn wir unsere ganze Echo wegmachen. Vielleicht werden wir auch gecheased. Deswegen gehen wir mal gucken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja.
hätte eigentlich lieber hier hinten wohnen sollen. Na egal. Oh, okay. Das ist auch wieder so eine Position ist für Panzer. Entschuldigung. Ach, sehe schon. Ich gleich gucken gehen. Wo die Proxy ist. Sicherheit hier irgendwo. Ja, warum geht er nicht? Kommt er wieder? Da ist er. Marines holen. Jetzt haben sie schon mal gefunden. Müssen uns jetzt beeilen, ey. So schnell wie möglich Sorge auspumpen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und die Rohre brauchen wir eigentlich. Also wollen wir eigentlich nicht weiter produzieren. Na doch, die zwei. Die Änderung nur noch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Unsere Feinde, unsere Wut spüren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Im Namen der Rache. Antukan. Kalt. Vielleicht zwei Cycles raus. Shit. Wir sind. Komm. Was ist euer Beginn? Nur eins. Höhe Shakuras. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin das Herr. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin zwei. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin hier in den Schatten. Faszinierend. Hehe, da kommst du nicht mehr weg. Der Kreis. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Fuck. Früh gedacht. Oh, Terraner Cheese. Sehr weise. Viraku. Nächste Cheese, ey. Na, oh, Liberator Cheese. So, was kommt als nächstes? Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Hat halt auch viel von meiner Echo gekriegt. PP. Oh nein. Muss jetzt nachgucken, was für ein Cheese bauen muss, oder was? Oh bitte, mach hinne. Na gut, ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Pause vorbei ist. So, da geht's doch schon weiter. Bunker. Hexe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Panzer. Noch eine Hexe. Sollen wir auf jeden Fall schnell noch eine dritte nehmen. Ja, Triple X können wir das auch. Tank. Nö. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier. Da kommt ein Drop. Was ist euer Begehr? Ich bin die Stimme. Ihr seid auf mich. Ich bin das Kalt. Ihr seid eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier.
Oh, willst du mich denn veräppeln? Alter. Mann, ist das eine Taktik oder was? Ach, Terraner können aber nicht anders gewinnen. Ach man, schneid das wieder raus und dann ist alles gut. Aber er ist gut, er ist wirklich gut. Auch mit diesen Pausen, das nervt echt. Das nervt gewaltig. Ich bin hier in den Schatten. Jetzt versuchen wir mal seine Echse. Ach man, ey, durch diese scheiß Pausen sind auf jeden Fall meine Echsen nicht mehr da, wo sie sein sollten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Unbedingt Storm jetzt. Ne? Schon wieder ein Drop. Sind eins. Pylon.
Oh, langsam eine vierte, ey. Wie meine Aussage. Kassar de Templari. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So diene ich. Erleuchtet wir schon. Ihr benötigt mehr Mittel. Mein Leben. Ich füge. Mineralienfeld erschöpft. Angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Erklärt euch. Wunderbar. Mein Leben für alle. Ach man. Ach man, ist das anstrengend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar de Templari. Immerhin sammelt da noch jemand. Kassar de Templari. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar de Templari. Yeah. So diene ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur. Das reicht echt nicht, ey. Diese Liberator, ey. Ja, das hat er eigentlich nicht verdient, der die ganze Zeit Pause gedrückt hat. Aber Liberator sind einfach nur immer
Reserve-Akku, ja, super. Ach man. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Multibär. Tschüss, tschüss.